Hier präsentieren wir oben 5 beste Systemkamera-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die spiegellose Systemkamera von Olympus ist eine gute Wahl für ambitionierte Hobbyfotografen in einer bereits höheren Preisklasse. Trotz einer etwas für Olympus typischen, komplizierten Menüführung punktet die Kamera im Retrolog mit sprichwörtlicher Unverwüstbarkeit. Die vor Spritzwasser- und staubgeschützte und dementsprechend sehr gut verarbeitete Systemkamera kommt mit einer Bildqualität im oberen Mittelfeld. Zahlreiche kreative Zusatzfunktionen inbegriffen. Nummer 4. Wer nach einer leistungsfähigen, aber kompakten spiegellosen Systemkamera sucht, wird hier fündig. Zahlreiche Funktionen für die Hobby-, aber auch Profi-Anwendung sind vorhanden und können beide auf unkomplizierte Weise genutzt werden. Wenn auch die Akkulaufzeit der endlosen Fotosession einen Strich durch die Rechnung macht, wartet die Sony Alpha 7 mit herausragender Bildqualität auf, die ihr, gemeinsam mit der Bedienung und Verarbeitungsqualität, keine Kamera dieser Art so schnell nachmacht. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Eine DSLR-Optik kann schon etwas, und das nicht nur optisch. Leicht und dennoch voller nützlicher und praktischer Funktionen sticht die Lumix DMCG6 mit so mancher Profi-Eigenschaft hervor. Unkomplizierte Möglichkeiten, das Gerät mit einem Smartphone oder anderen Geräten zu verbinden, sind vorhanden. Genauso wie ein verhältnismäßig schneller Autofokus. Äußerst positiv fällt nicht nur das herausragende Display, sondern auch das beträchtliche Rauschverhalten auf, das schon in die Richtung von Profikameras geht. Nummer 2. Mit der Canon EOS 6D DSLR ist Canon ein gelungenes Modell für Einsteiger in die Profi-Fotografie gelungen. Die Vollformatkamera hat neben robustem Gehäuse und einfacher Bedienung auch noch anderes zu bieten. Nicht nur das Rauschverhalten ist sehr gut, auch der Autofokus funktioniert präzise. Durch verschiedene Verbindungsmöglichkeiten kannst du deine Bilder oder Videos, sogleich sie geschossen wurden, im Internet oder mit Freunden teilen. Zusätzlich weißt du immer genau, wo du was aufgenommen hast. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die Nikon D7100 ist eine Systemkamera mit Spiegel im APS-C-Format. Sie bietet den anderen Spiegelreflexkameras ihres Segments die Stirn und hat mit einigen sehr nützlichen Features sogar einen kleinen Vorsprung. Sowohl für den Hobby- als auch den semi-professionellen Fotografen ist die Nikon D7100 DSLR eine sinnvolle Alternative zu den doch eher teuren Vollformatkameras. Im Folgenden erfährst du, was die Internet-Community von diesem Produkt hält und worin ihre Stärken, aber auch Schwächen liegen. So kannst du dir einen guten und soliden Ersteindruck schaffen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video, für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.